Wow, ich habe mir gestern Blumen in mein Zimmer gestellt. Das war ein Fehler. Da waren auf jeden Fall Gräserpollen mit am Start. Ich habe einfach gerade einen super allergischen Schub bekommen. Und ja, ich habe mich jetzt erstmal abgetrommelt, um irgendwas, was da auch energetisch vielleicht festhängt, irgendwie zu lösen. Also alle, die auch Pollenallergie haben und jetzt gar nicht klarkommen, Freunde, ich fühle euch. Ja, das war richtig doll gerade. Ich bin gar nicht mehr klargekommen. Aber gut, ich hoffe, das beruhigt sich jetzt langsam wieder und ich komme dem noch auf die Schliche, was der Ursprung von dem Ganzen ist. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass jede Krankheit irgendeinen energetischen Ursprung hat und ich finde ihn. Ich werde ihn finden. Naja, auf jeden Fall fahren wir jetzt gleich zu so einer Family hier in der Nähe, die Katzen verkaufen, weil eine unserer Mitbewohnerinnen zieht aus und nimmt ihre zwei Kiddos mit. Und ich bin sehr, sehr traurig darüber, weil ich Minou und Kuda echt richtig in mein Herz geschlossen habe. Ich hatte früher schon als Kind immer Katzen und es ist wieder an der Zeit, eine eigene sich zu holen, die Verantwortung zu übernehmen für eine eigene Katze. Ja, und deswegen gehen wir heute Katzenbabys angucken und schauen mal, ob eine dabei ist. Und dann, meine lieben Freunde, ist heute das Großprojekt Schrank machen dran. Denn ich habe in meinem letzten Vlog schon erzählt, dass ich diese Ecke hier neu machen möchte. Ich habe schon die Kisten weggeräumt und habe die jetzt dahin verfrachtet, was ich ganz nice finde. Und ja, habe die ganzen Pflanzen umgehängt. Die hängen jetzt so über meinem Schreibtisch. Und hier hänge ich jetzt so ein Regal hin. Also mache ich selbst. Ich habe so alte Bretter noch aus dem Keller gefunden. Die sehen noch ein bisschen ramponiert aus. Die muss ich fresh machen. Dann werde ich die noch einölen. Und dann war ich schon im Baumarkt, habe mir hier ein paar Winkel geholt und werde die an die Wand machen. Und da dürfte mich halt natürlich begleiten, ne? Oh, und was sonst noch hier so passiert. Man sieht das Herz nicht. Das ist ein Kunstwerk. Sehen Sie diese Zeichnung? Das sieht doch aus wie ein Gesicht. Kann ich. Das ist ein Zeichen, das kann ich interpretieren. Das ist wie Runen lesen. Das heißt, wir holen heute eine sehr helle braune Katze ab. Eindeutiges Zeichen. Toll. Cheers, Freunde. Wir sind zurück. Oh mein Gott, das ist so aufregend. Also, die Katzen waren so unfassbar süß. Wir sind da angekommen und die Mutter ist eine Maine Coon-Mischling und der Vater irgendwie so ein britischer Kurzhaar. Und genau, eine rothaarige und eine so getigerte waren von ihr. Und da liefen aber noch ganz viele andere Katzenbabys rum, die aber von irgendwie von der Tochter von ihr kamen. Also da liefen wirklich viele Tiere rum in dem Haus, aber einfach so süß, so viele kleine Babys. Und ja, die anderen waren alle super ängstlich, als wir gekommen sind und waren eher so, haben sich versteckt und sind weggelaufen. Und der rothaarige Kater, der ist gleich sitzen geblieben, ist gleich zu uns gekommen, hat sich schmusen lassen, hat geschnurrt und hat sich neben mich gelegt, hat an meinem Finger geknabbert und genagt, hat neben mir geschlafen. Also wir waren da echt über eine Stunde da und ich glaube, ich habe mich verliebt. Das ist ja auch irgendwie eine Scheidung für die nächsten 15, 20 Jahre, wenn es gut läuft. Deswegen schlafe ich jetzt nochmal eine Nacht drüber und höre nochmal in mich, ob ich diese Verantwortung auch wirklich übernehmen möchte. Ja, das Gefühl war auf jeden Fall da. Also es war schon sehr, sehr süß und ich habe mich schon ein bisschen verliebt in die Katze. Deswegen, jetzt warte ich mal bis morgen ab und vielleicht könnte ich die dann sogar nächste Woche schon holen. Ja, und jetzt gibt es erstmal ein bisschen Grießbrei auf den ganzen positiven Stress. Looks to see so
fun, having a good time, having a good time. Oh, belastend. Also ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Die Bretter sind irgendwie zu lang und zersägen kann ich sie nicht, weil sie nicht mir gehören und da vielleicht auch noch ein Regal draus gemacht wird. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich das noch irgendwie hinbastel oder ob ich es wieder abbreche und mir was anderes überlege. Es nervt mich halt, weil ich den ganzen Tag damit verbracht habe, diese Dinger zu fertigen. Ach, ich glaube, ich muss einfach eine Pause machen. Es ist irgendwie auch schon Abend. Ich glaube, noch was essen, dann muss ich das nochmal auf morgen vertagen. Ich bin gerade zu sehr genervt, dass das nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ja, so ist das. Neuer Tag, neue Motivation. Ja, also, ich habe mich doch dafür entschieden, das Regal hier zu machen, was jetzt doch gar nicht mehr so übel aussieht, wie ich gedacht habe. Ja, so ist der aktuelle Stand. Ich werde trotzdem jetzt ein paar Dinge umschrauben müssen, weil das ist eine Gipswand. Und die Gipswand, da halten die Nägel nicht so gut. Und deswegen versuche ich an dem Holz hier das zu befestigen, weil die Gipswand hält nicht so gut das Brett. Es wackelt eventuell auch ein bisschen. Also, ich weiß auch nicht, ob das hält. Aber deswegen mache ich das bei den nächsten Regalen. Die sind mir nämlich wieder runtergekommen. Mache ich das jetzt anders. Und dann habe ich mir noch überlegt, ich habe mir Birkenzweige gemopst aus dem Wald und werde die zersägen und quasi als Bindeglied zwischen dem hier verwenden. Und ja, also das hat bis jetzt alles nur in meinem Kopf stattgefunden, aber ich dachte mir, ich probiere es einfach aus. Ich kenne mich ja bei meinem Werkeln eigentlich gar nicht aus, aber ich dachte mir einfach machen, Freunde. Wenn ihr eine Idee habt, probiert es aus, erfindet euch neu. Macht es einfach, weil ich glaube, wir können alles schaffen, wenn wir es wollen. Ja. So, und jetzt geht's weiter. Here.
werde ich wohl eher. Nachdem ich heute den ganzen Tag rumgewerkelt habe, habe ich es geschafft. Meine Freunde, mein Regal ist fertig. Ich finde, es ist sehr, 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 sehr schön geworden. Ich war zwischendurch etwas skeptisch, ob das überhaupt was wird, weil die Bretter viel zu breit waren, also nach vorne viel zu breit und die Halterung gar nicht so gut war. Allein mit den Winkeln. Deswegen habe ich mir überlegt, Birkenhölzer dazwischen zu packen, damit das Ganze einfach gut hält und sicher ist. Und nicht, dass wenn irgendjemand da drauf stolziert, eine kleine Katze oder so, dass das alles zusammenbricht. Das wollen wir ja nicht, ne? Oder dass ich ein paar Bücher draufstelle und mir kommen die wieder entgegen. Da hatte ich keinen Bock drauf. Deswegen habe ich mir diese Lösung einfallen lassen und es klappt wirklich sehr gut. Die Bretter halten bombensicher und ich finde, es sieht richtig schick aus. Also, falls ihr auch noch alte Bretter rumliegen habt und ein paar schöne Äste, dann... Ja, könnt ihr euch ganz leicht ein eigenes Regal bauen. Das ist echt easy. Braucht ein bisschen Zeit, klar. Aber es macht Spaß und das Ergebnis ist echt nice geworden, finde ich. Das ist das, was ich die letzten 2 Tage gemacht habe. Ich bin wirklich jetzt fix und fertig. Ich habe natürlich heute auch meine Tage bekommen. Also ich werde jetzt hart chillen und verabschiede mich hiermit. Ich hoffe, dir hat das kurze Video gefallen, wie ich mein Regal baue. Aufregend. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich, dich auch im nächsten Video zu sehen. Mach's gut. Bye, bye. Hab dich lieb.